Waren Sie am Sonnabend mit bei der Großdemo? Ja. Ja. Wie fanden Sie das Ganze? Toll. War toll. Alle wieder informativ und waren unwahrscheinlich viele Leute. War prima. Hat uns sehr gut gefallen. Ja. Wie finden Sie denn die Abendschau vom RBB, die Demonstration als Verkehrshindernis bezeichnet haben? Wenn der Haussender etwas nah am Senat dran ist, dann kommen halt solche Meldungen zustande. Wir haben heute erstmal einen kleinen Festakt zu Ehren des Geburtstages unseres Ortsgründers Friedrich dem Großen. Morgen wäre es soweit. Morgen wird er, glaube ich, 300. Ne? Es freut mich besonders, dass auch Friedrichshagen an seinen einstigen Gründer und meinen sechsfachen Uronkel erinnert. Das Geschichts- und Traditionsbewusstsein vieler seiner Bürger spiegelt sich nicht zuletzt in dem 2003 zur 250-Jahr-Feier wiedererrichteten Denkmal für Friedrich den Großen wieder. Es ist seither zum neuen alten Wahrzeichen auf dem Friedrichshagener Marktplatz geworden. So sehr ich es bedauere, an ihrer Feierlichkeit nicht persönlich anwesend zu sein, wünsche ich den Organisatoren und allen Beteiligten eine würdige und gelungene Veranstaltung in Erinnerung an den Begründer und Namensgeber von Friedrichshagen, Georg Friedrich, Prinz von Preußen. Platzek! Wir haben gehört, er habe im schönen Felde ein Lustschloss in den märkischen Sand gesetzt. Ja, aber die vor uns haben das entschieden. Ja, die anderen, merke er sich, der Beamte und der Philosoph beziehen ihre Märkte aus der Sachfremdheit. Fehler passieren. Denke er, etwa alte Fehler lassen sich mit noch größeren neuen Fehlern ausmerzen. Wir sagen ihm, jeder Mensch macht Fehler, man muss ihn nur eingestehen. Platzek, er soll mit seinen Komparsen an aber hunderttausende Taler den Steuern seiner Bürger für das Luftschloss ausgegeben haben. Ja, aber, Platzek, stehe er still. Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staat teilen muss. Man hat ihm nicht erlaubt, mit dem Gelde des Volkes ein Lustschloss mit Prunk und Protz und Größenwahn zu bauen, das nur die Geldbarone reicher macht. Will er uns etwa glauben machen, dass die Taler in den Taschen der Bürger sich mehren, wenn er noch mehrere Märkte und Begehrlichkeiten schafft? Auch 40.000 Arbeitsplätze. Wovereit! Wovereit, höre er zu. Wir haben anno 1753 unserem Hofrat Pfeiffer beauftragt, Friedrichshagen zu gründen und uns mit Lohn und Brot für nur 50 Familien zufrieden gegeben. Es hat 240 Jahre gedauert, Friedrichshagen auf 17.000 Menschen zu bringen. Und ihr glaubt, ihr schafft das im Handumdrehen? Ja, aber der Weg ist richtig. Wovereit? Er belustige mich. Wer ist so vermessen, unter uns zu behaupten, sein Weg sei allein der richtige? Die Bürger beschweren sich über seine Luftwege und den Lärm. Weiß er nicht, dass wir die Folter abgeschafft haben? Wenige Menschen denken und doch wollen alle entscheiden. Wovereit? Höre er auf die Mahner und nicht auf die tumbe Masse des Volkes. Die Masse
möge ihm zujubeln. Aber die Denkenden werden ihm noch das Fürchten lehren. Vorige Woche musste ich ja verkünden, dass man versucht hatte, das Gutachten des Umweltbundesamtes zu unterdrücken und dass man ja auch eine Pressekonferenz dahingehend abgesagt hat. Sinn und Zweck der Pressekonferenz sollte es sein, eine einheitliche Interpretation zu geben, damit nicht jeder die Zahlen interpretieren kann, wie er will. Genau das ist gründlich in die Hose gegangen. Mittlerweile interpretiert jeder die Zahlen, wie es ihm gerade in den Sinn kommt. Und da haben wir uns gesagt, das können wir auch. Aus dem Datenmaterial des Gutachtens ergibt sich zweifelsfrei, dass die Müggelsee-Route keinen Beitrag dazu leistet, Erkner zu entlasten. Das aber ist das Hauptargument, das man von Herrn Wowereit und allen anderen Politikern momentan Land auf, Land ab zu hören bekommt. Ja, diese Route sei leider erforderlich und zwingend notwendig, denn sonst könne man Erkner nicht entlasten. Das ist anhand der Sachlage des Gutachtens schlicht falsch. Zitat von Seite 114 folgende des Gutachtens. Mit Müggelsee-Route 11.300 Betroffene in Erkner. Ohne Müggelsee-Route 11.300 Betroffene in Erkner. Insofern ist das ein konstruierter Pseudo-Vergleich, um die Müggelsee-Route hoffähig zu machen und nichts anderes. Gleiches muss man feststellen zum Thema Schallschutzmaßnahmen, auch ein Ereignis der zurückliegenden Woche. Mittlerweile hauen sich die Flughafengesellschaft und die Landesregierung Brandenburg wie die Kesselflicker, wie denn diese Lärmschutzvorgaben eigentlich zu interpretieren seien. Denn der Vertreter der Flughafengesellschaft hat öffentlich kundgetan, naja, wenn man die Werte, so wie die Landesregierung das nun interpretiert, denn tatsächlich umsetzen müsse, dann wären ja über 5.000 Wohneinheiten gar nicht mehr zu schützen, dann müsse man die ja entschädigen. Das sei ja überhaupt nicht eingeplant. Am Donnerstag wird das Bundesaufsichtsamt offiziell die Flugrouten bekannt geben. Alle diese Politiker, die vorher von Vertrauensschutz geredet haben, eigentlich die moralische Verpflichtung hätten, hier auf dem Marktplatz den Bürgern zu erklären, warum diese Region für den wirtschaftlichen Erfolg von Air Berlin geopfert werden soll. Und weil ich das so sehe, bin ich nächsten Montag nicht bereit, diese Drückeberger zu ersetzen und werde schweigen. Danke. Das hört sich ja nicht so richtig gut an. Wir sind gerade angerufen worden von Uli Zelle. Am Donnerstag gibt es eine Live-Schaltung hier, 19.15 Uhr am Markt. Wir haben uns gerade spontan entschlossen, eine Demo dazwischen zu schieben. Wir werden diese Woche Donnerstag um 19.15 Uhr hier sein. Hoffentlich ihr auch alle, damit es ein paar O-Töne gibt.